Bedingungsloses Grundeinkommen, das ist natürlich jetzt auch in dem Kontext dieser vielen Aktivitäten eines, wovon ich immer denke, ja, das passt zu allem und gehört zu allem, ist aber auch gleich eine Staatsaffäre, denn das ist ja eine Rechtsfrage. Also ob wir in der Schweiz als Bevölkerung bestimmen, wir wollen, dass Arbeit und Einkommen auf dieser Ebene des Lebensnotwendigen nicht mehr als Missverständnis miteinander verknotet ist, sondern man endlich ein bisschen Vernunft da reinbringt, Klarheit da reinbringt und das trennt, wie sich es auch gehört. Einkommen ist entstanden, um Menschen freizustellen, nicht mehr für sich selbst zu sorgen, sondern irgendwo zu arbeiten und für andere zu sorgen. Das ist die Entwicklung gewesen, die ist ganz einfach, um vom Acker wegzukommen in die Firmen, Fabriken, braucht man ein Einkommen, das ist eine Freistellung zum Arbeiten. Das ist es auch heute. Und mit dem, dass Menschen sich weiterentwickeln, andere Aufgaben kommen, mit dem, dass viele Sachen digital erledigt werden, maschinell erledigt werden, dass wir weltweit füreinander arbeiten, muss man sich auch mal klar machen. Wir arbeiten alle füreinander, niemand arbeitet mehr für sich. Wir sind in einem absolut sozialen Weltzusammenhang. Es fehlt aber an Bewusstsein dafür. Bedingungsloses Grundeinkommen greift an diesem Punkt ein, der jedem ziemlich intim ganz nah ist und auf den Nägel brennt, nämlich das eigene Einkommen, ganz intim, ganz eigene Sache, um da mal Denken reinzubringen, um da mal ein Hinschauen reinzubringen, wo leben wir eigentlich. Und ich denke, wir leben da, dass wir heute krampfhaft festhalten an alten Problemen, die längst gelöst sind und uns immer ausdenken, wie wir immer noch weiter so tun könnten, als gäbe es Not und zu wenig Geld. Es gibt die Nöte ganz anders. Vorhin hieß es Leiden. Ich wünsche mir mehr Leiden. Das ist ziemlich luxuriös, sich das zu wünschen. Ich glaube, das gibt es sehr viel. Und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würden eben viele Fragen, auch viele Durchgänge, viele Anstöße freigesetzt. Und vor allen Dingen viele, viele Initiativen. Nicht nur Neues, was dann geschieht, sondern auch in allen Arbeitsbereichen. Das Grundeinkommen stellt einmal den Fokus mal wieder dahin, wo er hingehört. Nämlich zu sagen, es geht hier um den freien Menschen. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht aus Vollidioten und irgendwelchen Tieren besteht. Wir sind freie, selbstverantwortliche Menschen und wir brauchen immer wieder die Weiterentwicklung der Rechtsformen, um das auch leben zu können. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt nicht mehr Geld, sondern es heißt, diese Basis des Lebensnotwendigen wandeln wir um in eine bedingungslose, rechtsgültige Zahlung. Das heißt auch nicht mehr Staat. Denn der Staat, das sind ja schließlich wir, das ist Bevölkerung, das sind wir alle. Wir alle sprechen uns das zu und das ist auch ein ganz interessanter Bewusstseinsprozess natürlich. So, da stehen wir jetzt so ziemlich am Ende vom ersten Drittel der Unterschriftensammlung und gehen davon aus, dass sich noch mehr Menschen finden, die das mit unterstützen. Das ist sozusagen dieser Urquell dessen, was die Schweiz eben auch ausmacht. Einer für alle, alle für einen. Und dieses Gefühl, warum man ja auch eben stolz sein kann hier, dass man weiß, es ist von allen gewollt, die Entwicklung und Freiheit des Einzelnen. Jeder hat hier seine Freiheiten und das ist durch die anderen geschützt und getragen und man selber tut das auch. Und das ist im Grunde genommen auch der Kern des bedingungslosen Grundeinkommens.